Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Katja sagt, Leute, ich habe eine super duper 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 Nachricht. Ich bin ja so froh für viele, für viele. Ihr wisst ja alle, also vorher, bevor das Gesetz geändert wurde, war ja, man musste die Ferienwohnung, wenn man das als touristische Zwecke vermieten wollte, anmelden. Den Pass immer zur Gendarme, man hat ja so einen PIN-Code gekriegt, brav, richtig brav seine Steuern bezahlen. Was natürlich sehr, sehr viele nicht gemacht haben, auch nicht den Pass hingeschickt haben, also beziehungsweise eingescannt und dort so hingeschickt haben, das natürlich ein Risiko bewirkt hat. Aber jetzt, nein, dann wurde ja das Gesetz geändert. Nicht nur die Genehmigung vom Ministerium musste man haben und brav seine Steuern bezahlen, sondern man brauchte ja auch von der, jetzt zum Beispiel hier, 40 Einheiten von 39, weil eine Wohnung gehört ja uns, von 39 Parteien, Inhabern der Wohnung, ne? Nicht Mieter oder so, die Genehmigung, dass die zustimmen, dass vermietet werden darf, kurzzeitig, alles unter 100 Tage. Jetzt haben die sich aber dafür eingesetzt, sogar nach Ankara gefahren und. Es muss nicht mehr von jedem Einzelnen, jetzt heucht genau zu. Unsere Zita hat ja einen Verwalter und der Verwalter hat ja, meine Kette ist ganz krumm, und der Verwalter hat ja so ein Buch, wo die ganzen Regeln, wo zusammen bestimmt wurde und. Wenn in diesem Buch vom Verwalter drinne steht, dass hier in dem Gebäude, dass die meisten, es muss ja immer überstimmt werden, jetzt hier 40 Parteien, wenn jetzt zum Beispiel 25 sagen, nein, wollen wir nicht und der Rest sagt, ja, ist in Ordnung, dann ist es nicht genehmigt. Wenn aber jetzt die Mehrheit, nicht mehr diese 100%, ja, die Mehrheit und es so bestimmt wurde und es in diesen Unterlagen drin steht, bestimmt, ja, bei uns dürfen Kurzzeitvermietungen unter 100 Tage gemacht werden, sind genehmigt und. Leute, dann könnt ihr wieder Kurzzeitvermietungen machen. Weil es ist ja so, hier werden ja viele 1+1 gebaut oder wurden auch schon gebaut und werden noch gebaut. Mit diesen offenen hier amerikanischen Küchen, wo die meisten Einheimischen, ehrlich, hatte ich ja das Video drüber gemacht, überhaupt nicht interessiert, ja. Die neuen Wohnungen, die jetzt gebaut werden, zum Beispiel unsere Wohnung von den Kindern, ist ja auch eine 1+1, ist ohne Balkon, 68 Quadratmeter, geht voll klar, ist wirklich schön groß. Nicht riesig, aber groß. Die neue Wohnungen, die jetzt gebaut werden oder das letzte Jahr gebaut wurden. Es gibt ja Wohnungen, wo ich gesehen habe, die sind so 42 Quadratmeter, 45 Quadratmeter. Da ist dann Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, alles mit drin. Eine Diele meistens, Flur, so wie wir haben, wo man gar nichts Richtiges hinstellen konnte. Ne? Also zum Wohnen für immer eigentlich nicht. Aber so, wenn man Urlaub macht, so 3 Wochen, 2 Wochen, vielleicht auch mal hierher kommen will für 3 Monate, weil man es ausprobieren will, perfekt. Oder für ein Ehepaar mit einem Kind, wo dann das Kind auf der Couch schläft oder auf dem Reisebett schläft oder und. Perfekt gemacht. Die Leute, na klar, es waren ja noch viele Überlegungen, oh Gott, Sprachlernbubble, ne? Die investieren wollten, jetzt damit sie vermieten können, aber auch brav deren Steuern bezahlen, auch anmelden, ne, und alles korrekt, die sind natürlich dann zurückgetreten. Die haben gesagt, nein, wir sind noch zum Beispiel jung oder auch wenn die älter sind, nein, wir wollen nicht, wir wollen Urlaub machen in der Türkei, wir möchten uns gerne eine Wohnung kaufen und wenn wir selber keinen Urlaub machen in der Türkei, möchten wir in der Zwischenzeit Makler beauftragen oder die machen es selber, dass die Wohnung dann vermietet wird. Sonst würde die ja monatelang leer stehen oder vielleicht auch deren Familienangehörige und. Und das finde ich jetzt besonders, weil hier Antalya, Alanya, hier Kagejak, Mahmud Lawise nicht alle heißen, aber auch Mersin, da gehen ja auch viele nur hin zum Urlaub, ne? Fand ich
wo das neue Gesetz rauskam, total die Katastrophe, nicht wegen unserer Wohnung, für die anderen alle. Ich fand es wirklich eine Riesenkatastrophe. So kann man damit leben, denn vorher, dass man diese hundertprozentige Zustimmung haben musste, ne? Die wenigsten Gebäude hätten das geschafft. Nein. Also zum Beispiel hier das Gebäude. Ich habe mich ja auch schon wirklich aufgeregt, wenn manche hier ihre Urlauber reinholen und die wirklich wie Larifari darum machen. Als wenn das irgendwie eine Hotelanlage wäre. Ist es aber nicht. Wo wir unsere Wohnung haben von den Kindern, wäre auch nicht, hätten sie nicht niemals hundertprozentige Zustimmung bekommen. Was los, mein Schatz? Und sag mal hallo, Nala, sag mal hallo. Nein, ich habe dir Futter gemacht, Schatzi. Und auf jeden Fall finde ich das jetzt einen riesigen Durchbruch, weil die Käufe hier, muss ich ehrlich zugeben, Beke ist ja Makler, qualifizierter Makler, also er hat seinen großen Maklerschein und. Die sind extrem, was man so hört unter den Maklern, ja, die waren gleich null. Die waren wirklich gleich, Schatzi, die waren wirklich gleich null. Und das ist für diese Region hier nicht gut gewesen, weil hier sind wirklich, ich wurde ja auch ein paar Mal angeschrieben, Katja, kennst du nicht heute erst wieder, ja? Pimmi, Katja, wo kann ich eine gute Ferienwohnung mieten? Ich möchte nicht ins Hotel, ich möchte doch selber zum Bazar und die 3 Wochen, wo ich bleibe und, wo ich sage, ja, und jetzt kam der, dann, die Mail kam wirklich heute früh, ich habe mich da hingesetzt, gelesen und dann habe ich auch zurückgeschrieben. Kurzzeitvermietungen unter 100 Tage, klär das ab, die ganze Site muss zugestimmt haben und wird schwierig hier, Mahmoud La Alanya. Dann habe ich ihr natürlich direkt zurückgeschrieben, ne? Als ich dann mit dem Hund Gassi war und zurückkam, mich hingesetzt habe mit meinem Kaffee und, sag, boah, habe ich ihr direkt zurückgeschrieben, weil zum Beispiel hier Mahmoud La gibt es wenige schöne Hotelanlagen, eigentlich keine. Ich bin mal ganz ehrlich, keine. Viele wollen zwar nach Mahmoud La oder Alanya. Alanya gibt es auch nicht so viele schöne Hotels. Ja, ist auch wie in dem Bericht drin. Ja? Die Leute wollen in eine Ferienwohnung. Die Leute wollen manchmal vielleicht auch 4, 5 Wochen bleiben. Manche vielleicht 6 Wochen bleiben. Das ging dann kaum, weil nur diese kleine Gruppe, ne, und die haben dann natürlich, weil die so wenig waren, gesagt, ach komm, die wollen unbedingt Ferienwohnung, die wollen unbedingt hierher. Wir schieben mal die Preise wieder hoch. Seht ihr, das hatte alles Vor- und Nachteile. Also, Fazit. Wartet. Kurzzeitvermietungen erlaubt, wenn in dem Büchlein steht von der Sitte, dass die Mehrheit zugestimmt hat und wenn ihr es natürlich beim Ministerium angemeldet habt. Na, und schön eure Steuern bezahlt, euch genau erkundigt, wie das ist, dass ihr euren Code da bekommt, dass ihr den Pass hinschickt und. Ich glaube, ich mache mal, viele wissen gar nicht, wir wurden auch schon, warum Pass hinschicken? Ja, werde ich mal, glaube ich, ein Video drüber machen. Wurde, glaube ich, auch hier noch nicht so erwähnt, warum man oder auch die Hotels den Pass kopieren müssen und dort einsenden müssen. Ein sehr interessantes Thema, habe ich gar nicht so mit gerechnet. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass das deswegen immer war, wenn wir mal hier Urlaub gemacht haben. So, euch einen schönen Tag. In ein paar Tagen soll Gott sei Dank wieder die Sonne scheinen. Ich habe immer noch die Heizung, also mir ist gar okay, nachts natürlich nicht. Ihr bleibt alle gesund, habt ihr Fragen unten rein. Gefällt euch mein Kanal, bitte Abo da lassen, Herzchen da lassen. Eure Katja, es kommen noch sehr spannende Themen. Ciao, ciao.